Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Rome 2 Total War, spartanische Kampagne und jetzt ein bisschen die Elemente neu ordnen. Wir verteidigen uns gerade gegen die feindliche Streitkraft, die Söhne des Marim, die uns gerade angreift. Wir waren mit der Fraktion vorher, glaube ich, nicht im Krieg, wenn ich mich täusche. Die Gerhaer. Aber, oder habe ich die vernichtet mit einem Schlag? Ach, ich vernichte so viele Völker, ich kann mir nicht alle Namen merken. Jedenfalls greifen die uns jetzt an, was ungünstig ist, denn wir haben nur unsere Garnison, Verteidigungsgarnison hier stehen. Und müssen schauen, dass wir die irgendwie halbwegs vernünftig hinstellen, entgegen des Feindes, um hier, zu überleben. Periökische Pikeniere! Heroikoi! Komm, Truppen ineinander setzen. Auf sofort eine Phalanx! Kommandant! Wir müssen nämlich auf jeden Fall, wenn überhaupt, hier drin erwischen. Ich denke mir, wird auch Strange hier reinkommen. Hoffentlich. Ansonsten habe ich einfach die Arschkarte. Sparta! In Quadratformation! Jugendliche! Quadratformation! Wir erwarten eure Befehle. Quadratformation! General! Ja, mit etwas Glück wird das ausreichen. Plänkelmoos wird es ja nicht lohnen. Hier stehen wir also. Sehr gut, sie versuchen wirklich von der Seite zu kommen, aber ich glaube, das ist arabische Kavallerie. Also hier will sie schon mal nicht. General! Zentral will sie, habe ich aber die Speere vorne. Da sollte eigentlich kein Durchkommen sein für die Kavallerie. Ja, was hat den Plänkelmoos ausgemacht? Ich meinte den Feuerfrei-Modus. Aber wir sehen schon, sie laufen einfach auf und kommen einfach nicht durch die Enge hier. Und da ist nämlich gerade sehr gut für mich. Unser General wird angegriffen. Ich habe erst zwei Einheiten verloren. Sie sind, glaube ich, schon ein bisschen erschöpft von der Schlacht, oder? So, jetzt muss ich Gas geben. Komm, aus.
Obwohl sie fliehen schon alle. Oh, nach und nach drückt er. Ah, scheiße, er kommt durch. Geschosse bereit zum Einsatz. Doppelte Geschwindigkeit. Jugendlicher. Greift die Rohre. Angriff, Jugendliche. Aber wir können hier alle, die zurücklaufen wollen, aufhalten. Unglaublich. Weil die KI einfach keine Lust hatte, mich irgendwie zu flankieren oder so, verliert die einfach 1500 Einheiten gegen meine Garnison, wovon hier meine Pikiniere von der Front 713 getötet haben einfach. Und sie hatten einfach keine Chance, da durchzukommen. Es ist sehr irritierend manchmal. Aber wir lassen die Gefangenen frei, weil es ist ja, alles ist möglich Sonntag, jedenfalls bei mir gerade. Großer Kacker, bis ich gesehen habe. Beim Anblick eurer Männer würden sich die Mägen der Feinde entleeren. Kommt und... Wir machen noch Krieg gegen die, entspannt euch. Erstmal ein wenig Coca-Cola. Nein, Product Placement. Da, man hat es gehört, im Hintergrund vielleicht. Ja, die haben vielleicht Truppen mal kurz drauf geschickt, sind aber sofort wieder abgehauen. So, neue Fraktion, Eindringlinge ist ja egal. Tempel auf Petra. So, umwandeln. Ja, wollen wir die Schmiede behalten? Zu euren Diensten. Wir wollen auf jeden Fall erstmal die Truppen ausbauen, bevor wir die Schmiede abreißen. So, machen wir gleich. Quartiermeister bricht. Unsere Armee ist fertig. Wir hungern nach einer Schlacht. Die schicken wir mal nach... Auf jeden Fall erstmal Speedy Gonzales machen. Die müssen mich hier hin und Seleuka. Ach ja, die haben mich ja gerade angegriffen. Es tut mir leid, das kann ich nicht. Obwohl ich gerade sehe, er ist ein bisschen überfordert mit irgendwo anders hingehen, oder? Und ich glaube, ich weiß, woran es liegt. An die Arbeit, Männer! Er ist ein bisschen verwirrt mit an Land gehen und auf Wasser sein. Da muss man ihn erstmal ein bisschen treten. So, quer durch die Armee. Durch die Landschaft. Wir suchen Schutz. Ja, es wird sogar ein bisschen besser hier von der Ordnung. Können aber mal eben hier auch noch ein... Was wollen wir nehmen? Nehmen wir einen Spion, ne? Schicken wir nachher hinterher. Zum Kampf. Die schrecklichen Nomaden. Erwarte eure Befehle. Kümmern wir uns gleich drum. So, meine Flotte ist auch wieder voll. Bleibt aber eben noch in Tyros stehen, die werde ich aber nachher runterziehen. Wenn wir denn vielleicht doch gegen Alexandria ziehen oder sowas. Ich erwarte eure Befehle.
So, euch bewege ich mal rüber nach Petra. Petra. Hunger nach einer Schlacht. Dann machen wir mal hier aus allen goldene Waffen. Man beachte mal die Kampfstärke. Rüstung 81. Krasser Scheiß einfach nur. Da sind wirklich meine stärksten Truppen. Nichts und niemand wird sie nochmal aufhalten. So, da hinten ist auf jeden Fall eine Stadt, die sich versteckt hält vor meinen Augen. Werden aber mal hier die Charmutas auch angreifen. Charmutas. Sie haben auf jeden Fall nur die zwei, haben keine Verbündeten. Können da. Ihr habt aber viele Truppen. Egal. Sie sind größtenteils zu Wasser. Das könnte dann einfach funktionieren. Weil es sind alles sehr einfache. Siegchance moderat. Wenn ich selbst die Schlacht mache, habe ich auf jeden Fall eine gute Chance, weil ich kann einfach in die Stadt reinmarschieren, bevor überhaupt die Schiffe ankommen. Wenn die Schiffe ankommen, dann kann man noch mal gucken, wie man gegen die vorgeht. Und da ist ja immer noch dann die Situation, die kommen nacheinander. Da ist immer das die Sache, wo die KI einfach versagen kann. Nur kann. Also es gibt keine Möglichkeit, dass die KI in dem Fall wirklich gut agiert. Na? Ziehen wir euch mal ein bisschen lang hier, weil dann können wir nämlich die zweite Truppe hier von der Seite kommen lassen. In der Stadt wird ja nicht viel los sein. Da müssen wir auch nicht die Reiterei so elendig da reinschicken in den Tod. Oder dafür missbrauchen. Da schießt er ab. Das weiß ich. Genau deshalb werden wir... Ah, Hilfe! Ich krieg schon Drehkreise. Wer läuft denn da? Elefanten! Sie haben Angst vor der Schlacht. Außer er. Er kommt zurück und wird wild in meinen Truppen rumstampfen. Das wäre so lustig. Kommen. Ah, da steht eine Truppe in der Mitte. Oh, sehr schön. Vor allem, ich habe normale FPS-Rate, aber meine Truppen bewegen sich abgehackt. Animationsfehler, Grafikkartenfehler, Berechnungsfehler. Hier haben wir dasselbe. Interessant. Pausieren bringt jetzt gerade auch nichts. Neu laden wird wahrscheinlich irgendwas bringen, ne? Wir erwarten eure Befehle. Gehen wir mal in die Action Cam. Ah, sieht gerade ein bisschen irritierend aus. Aber meine FPS-Zahlen sind gut. Schnelle Reiter zu euren Diensten. Beim Aufnehmen. Ich weiß nicht warum. Ach, wir gehen einfach in die Mitte und danach verteidigen wir es einfach gegen die heranstürmenden anderen Truppen. Ja, tut mir leid, dass das jetzt hier so ein
geruckelt ist. Also es liegt nicht an eurem Video gerade. Oder an YouTube oder so. Es liegt einfach daran, dass irgendwas hier nicht stimmt. Man sieht ja, dass andere Sachen wie dieser Hitzeeffekt und so läuft ja ganz normal ab. Schnelle Nahkampfkavallerie! Deshalb kann ich euch leider nicht sagen, woran es genau liegt. Ich erwarte eure Befehle. Steinschleuderer! Feuer! Zielen! General! Ich werde auch, einfach mal Tempo machen. Aber es macht keinen Unterschied. Pausieren. Wir ein bisschen Tempo geben. Aber wisst ihr, wo gerade auch ein Problem ist? Egal welches Tempo ich hier angebe, es ist gleich langsam. Also wird es eine sehr lange, sinnlose Schlacht. Es ist sehr interessant, dass die Bugs sich wirklich inzwischen häufen. Boah, nee, ey, das ist doch nicht deren Ernst. Bam, bam, ruck, ruck. Ruck durch die Nacht. Rucke die, rucke die, rucke die, ruck. Rucke die, rucke die, rucke die, ruck. Rucke die, rucke die, rucke die, ruck. Wie ihr seht einfach, alles andere läuft ganz normal. Nur die Einheiten haben irgendwie so ein Problem gerade. Ihre Bewegungsanimation vernünftig ablaufen zu lassen. So, da ist ja nicht mehr viel übrig von meiner Kavallerie, ist aber jetzt nicht so schlimm. Wir stellen uns jetzt einfach hier rein. Der feindliche General ist tot. Sehr schön. Oder besser, wir blockieren jetzt auch einfach massiv die Eingänge und Ausgänge. Sehr schön. Der feindliche Turm wurde zerstört. Ja, jetzt sammelt er die Punkte ein. Es wird leider Ewigkeiten dauern. Dann kann ich mir ein bisschen reden. Ich habe heute den ersten, sagen wir mal, Lohnabrechnung bekommen von YouTube. Also vom GameStar Network letztendlich. Weil ich eigentlich eine ganz schöne Sache finde, weil die mit den Verrechnungen, das ist immer Monate hinterher, aber wenn das mal anfängt, hat man wenigstens jeden Monat, beziehungsweise jetzt wurden 2 Monate gezahlt, aber ich muss euch sagen, nein, ich bin jetzt nicht reich, leider, boah, leider ist vielleicht übertrieben, wir haben auf jeden Fall 2 Spiele damit bezahlen können, ich habe es glaube ich bei Facebook auch reingepostet gehabt, das ist natürlich schon mal ganz nett. Ganz nette Geschichte. Ist schön, dass man ein bisschen so einen kleinen Obolus kriegt durch sein Hobby, durch seine Arbeit, die man investiert und seine Zeit und dadurch halt auch wieder neu reinvestieren kann. Und da sage ich schon mal, ich werde auf jeden Fall die Kohle, die ich davon kriege, beziehungsweise da rauskriege, die werde ich komplett reinvestieren in Home Recording Studio letztendlich. Also ich sammle das jetzt, denke ich mal, bis Dezember
Und dann werde ich so vielleicht 300 oder 400 Euro zusammen haben vom halben Jahr. Und dann werde ich das komplett investieren, um hier ein kleines Home-Recording-Studio zu machen. Ist natürlich dann nichts Weltbewegendes. Aber es wird technisch dann nochmal einen ganzen Tick besser sein, um Videos aufzunehmen. Und ich freue mich schon drauf. Weil das wird echt Bombe dann. Es erspart mir auch an vielen Punkten einfach ziemlich viel Arbeit. So. Ach ja, komm. Mach einfach den Punkt kaputt und Ende. Es hat sich irgendwie verhakt vom Spieltempo her. Es tut mir leid, ich kann nichts dran ändern. Aber so kann Rome 2 auch mal aussehen. Man sieht auch am Drehen der Kamera, wie gut es eigentlich gerade bei mir läuft. Spartaner! Wollt ihr den totalen Krieg? Natürlich! Auch gegen diese Stammeskrieger, die da angehumpelt kommen. Und einfach viel zu spät da sein werden. Ich habe nämlich dann schon lange den Punkt hier eingenommen. Das feindliche Fort wird bald unser sein. Obwohl hier unten sind einige Truppen vom Schiff gekommen, die ich noch gar nicht sehe. Ich sehe nämlich hier nur einen Trupp Stammeskrieger. Das kann ja gar nicht sein bei vier Schiffen. Aber gleich haben wir es geschafft. Gucken wir uns noch ein bisschen an, wie die Einheiten sich dann abruckeln. Seit wann ist da die Bürgerkavallerie eine schwere Nahkampfkavallerie? Ich dachte immer, es ist eine leichte. Tja. Der Sieg ist meins. Nur dadurch, dass ich den Punkt eingenommen habe, aber irgendwas hat auch nicht gestimmt. Ich hoffe, in der nächsten Schlacht ist es jetzt nicht nochmal in der Session, aber ich glaube, ich starte einfach Rome 2 nachher nochmal. Wir sollten jetzt auch erstmal keine Schlacht mehr haben. Ja, hier scheint die Animation wieder ganz normal zu laufen. Siedlung besetzen. Ares Schrecken wieder verstärkt. Hüter des Friedens. Ach so, beim Kampf auf plündernde Armeen, aber das will ich ja gar nicht. So, dann machen wir ja auch noch Bonus auf Reiterei. Und die haben gar keinen mit dabei. Mhm. Na? Bewegungsgeschwindigkeit für leichte Kavallerie. Nahkampf mit Schwertern. Plus 5 Schüsse pro Minute für alle Einheiten, also Prozent. Angriffsbonus. Alle Einheiten mit Speeren. Plus 5% für... Angriffsbonus für alle Streitwagen. Ich habe ja keine Streitwagen. Komm. Plus 5% Rüstung für alle Einheiten. So viel dazu. Provinz unter Kontrolle. Es ist diese Provinz. So, den können wir einreißen. Umbauen, Handelshafen. Was haben wir hier noch? Ja, umbauen zur Nahrungsproduktionsstätte. Wir müssen erstmal gucken, es hat minus 35 Ordnung. Das kommt aber daher, dass wir hier Instabilität haben und durch die Eroberung. Sehr schön. Aber insgesamt können wir jetzt, glaube ich, die Runde beenden. Zu euren Diensten. Ah nein, er kann sich noch bewegen. Aber er kommt nur bis hier. Oder kann er die Stadt angreifen?
Ach komm, wir zerstören. Ach Moment, da ist der Feind. Das können wir nicht tun. Die werden gerade belagert. Von den Schlawinern. Dabei hatte ich schon mal Krieg gegen die. Ach, so eine Kacke. Und nun? Kacke und nun ist es, ey. Die haben einfach noch so viele Truppen hier rumlungern. Da wird er gar keinen Bock drauf. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Ich will nicht beim Kampf helfen. Ich will nur erstmal hier ausharren. Dann gucken wir, wer die Stadt einnimmt und dann kann man auch nochmal schauen mit dem Angriff. Jetzt habe ich nicht mal genug Geld, um die niedrige Stufe bei Roma umzuwandeln. Wäre ich eigentlich gerade von irgendwem da angegriffen? Nee, oder? Und wir müssen mal eine Flotte ausheben hier vorne, aber dafür habe ich jetzt auch keine Kohle im Moment. Und deshalb machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Rome 2. Spartanische Kampagne, weiter mit der Eroberung der Welt. Bis dahin, tschü, euer Doc. Ciao.